Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Aterra. Diesmal ist es schon die sechste. Ich schreibe ganz kurz in die Aufnahmekonfi, dass ich meine sechste Folge aufnehme. Und dann geht's auch schon los rauf auf den Server. 15.44 Uhr. Oh mein Gott, und ich muss mich direkt sneaken, denn ich bin ja hier letzte Folge in eine fremde Höhle eingebrochen. Und ich glaube, meine Spitzhacke ist Schrott. Ich blicke mich mal um. Das sieht gut aus. Und hier war auch keiner. Mein Spitzhacke ist im Arsch. Ich habe keine Werkbank. Aber mein Minecraft laggt ein wenig. Ich sollte das vielleicht mal hier schließen. So. Ich glaube, hier bin ich erstmal sicher. Der Besitzer dieser Höhle war wohl nicht hier. Ah, jetzt mache ich mir schon das Erde Sticks, sonst bin ich denn total bescheuert. Gerade läuft echt alles schief. Ich habe keine Ahnung warum. Ah nein, die brauche ich noch. Komm her, komm zu Papi. So. Ich weiß es nicht, in so einer fremden Höhle. Es ist. Du weißt nie, ob plötzlich jemand hinter dir ist. Oder noch schlimmer vor dir. Aber. Ohoho. Ich glaube, ich krieg gleich Besuch. Ah, das ist nicht leicht. Vor allem, weil ich ja auch nicht alleine auf dem Server bin. Ich habe mir nämlich extra wieder eine Folge ausgesucht, wo ich direkt, wo auch mal wieder andere da sind. Und zwar sind das der gute Bedolf. Ach nee, der ist schon wieder runter. Ach, der ist wohl genau in dem Moment, wo ich gekommen bin, runtergegangen. Schade. Auch gut. Es sind AbsolTV und CebuLP. Was wollte ich jetzt eigentlich tun? Ich habe noch tonnenweise Öfen. Die packe ich da mal hin. Und zwar. Ich habe ja nur 8 Eisen, okay. Dann packe ich da mal Fleisch rein. Und zwar wollte ich diese Folge ganz gerne. Den Amboss machen. Und Obsidian suchen. Das ist alles. Ich habe bereits das erforderliche Eisen gleich. Aber ich muss sneaken, ich muss sneaken. Wer weiß, ob der Besitzer der Höhle nicht doch noch irgendwo in der Nähe ist. Also, ob das hier Absol und Cebu gehört, weiß ich nicht. Aber die Chance besteht. Und genau deswegen muss ich sneaken. Ich will wirklich nicht aus heiterem Himmel überrascht werden. So, ich denke, das reicht. Komm mal her. Wo ist es hin? Ach, da. Okay, mach mal hier einen Amboss draus. Läuft. So, dich nehmen wir mal mit. Euch auch. Ich habe noch haufenweise nutzloses Zeug im Inventar. Eine fast kaputte Eisenspitzhacke. Das brauche ich alles noch. Erstmal ein Stack Bruchstein weg. Ist das jetzt euer Ernst? Ich sagte, ich werfe einen Stack Bruchstein weg und dabei bleibt. So. Ich denke, dass ich mich hier rauswagen kann. Die werden nicht in der Nähe sein. Die werden schön weit weg sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand hier war in der Höhle. Aber trotzdem, die Nervosität ist doch deutlich größer, wenn man nicht alleine auf dem Server ist. Ja, aber das wollte ich auch, damit es... Was ist denn hier passiert? Damit es nicht so langweilig ist, dass ich immer alleine bin. Da geht's ganz tief runter. Da gehe ich jetzt aber mal hin, weil ich es drauf habe. Hier war auf jeden Fall ja jemand, das weiß ich. Nur wer kann das gewesen sein? Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wer hier wohnt. Hallöchen. Ist denn hier jemand zu Hause? Hier ist eine Fackel. Das ist noch ein bisschen Iron. Ja, das ist ja nicht gerade viel.
Das Blöde ist, dass ich alles brauche, was ich hier dabei habe. Ist gerade eine Spinne gestorben? Nee, ne? Ach Gott, ich finde eh noch ein bisschen Kies. 100 Pro. Packen wir das mal hier hin. Ich möchte eigentlich nur ein kleines Lavafeld finden. Finde ich aber nicht. Die mögen mich nicht. Die Lavafelder. Okay, machen wir uns neue Fackeln. Aus unseren Milliarden von Kohlevorräten. Und suchen diese Höhle weiter ab. Ich würde gerne wirklich enchanten. Aber das ist leider irgendwie unmöglich, da ich kein verdammtes Obsidian finde. Aber die haben auch früher angefangen als ich, von daher habe ich vielleicht am Ende auch noch ein, zwei Minütchen für mich. Wow, wir beinahe in die Lava gelatscht. Ich bin in die Lava gelatscht. Irgend so ein Zombie von hinten kommt und mich in die Lava schubst. Ich schwöre dir, du bist so tot. Ja, das. Oh, hi. Das Blöde mit diesen Lava ist ja, dass es ja kein Lavafeld ist. Sondern dass es ja ein richtiger Lavafall ist. Und da entsteht ja kein Obsidian. Oh, ich bin wohl nicht der Erste, der hier ist und sich hochbaut. Ich bin echt gespannt, ob hier jemand ist. Könnte natürlich auch sein, da ich wirklich nicht weiß, wem diese Höhle gehört, dass es J-Bax ist. Der hat nämlich irgendwie noch, ist noch nicht dazu gekommen, seine Folge hochzuladen. Und die sind echt kacke gut im Schießen, diese Viecher. Armbrust brauche ich jetzt im Moment eh noch nicht. Essen wir mal lieber ein bisschen was. Und nehmen ein wenig Iron mit. Ist aber nicht viel Iron. Was ist denn da los? Was da los? Nee. Lava ist leider nicht vorhanden hier in dieser Höhle. Das ist traurig. Jetzt komm hier nicht her, du störst mich schon die ganze Zeit. Zu den Waffen! Oh! Also sein erstes Schwert. Oha. Ja. D, Klammer zu, das habe ich noch nie gesehen, so ein Smiley. Interessant. Hier hat irgendjemand sehr viel Kobbel verdient. Also ich gehe raus aus dieser Höhle, ganz ehrlich. Hier ist keine Lava. Ich könnte natürlich nach irgendwie so einem Lavasee graben. Ich denke, suchen könnte sogar schneller gehen. Ach, weißt du, wisst ihr was? Ich gehe einfach wieder ganz nach unten in die Höhle und dann strip mine ich ein Stückchen. Weil, ja, warum nicht? Mal gucken, bringt das was? Ich glaube, da entsteht so gut wie. Da entsteht kein Obsidian, ne? Ja, da entsteht Kobbel. Ein paar. Nein, Obsidian entsteht. Na, toll. Aber gut, so bin ich wenigstens schnell nach unten gekommen. Ich würde mal ganz spontan sagen, ich grab mich einfach mal hier rein. Weil viel Höhe kann ich ja eh nicht mehr haben. Ich würde gerne nachgucken, aber wie das ist mit den Koordinaten, ne? Dann wissen auf einmal alle, wo ich bin. Und weil ich weiß, es ist für euch sonst so dunkel, das mache ich das auch ein bisschen heller hier. Ich checke mal ganz kurz von der Bedrock-Höhe aus. Bin ich in der Nähe von Bedrock oder nicht? Höre ich da Lava? Nö, ich grab einfach hier einen Gang. Vielleicht noch ein Stück weiter nach unten. Aber wisst ihr was? Ich gucke einfach mal kurz. Für 24? Ach du Scheiße. Das denn? 24. Was für ein Schrott. Man muss ja auch nicht so übervorsichtig mit seinen Koordinaten sein. Bis die Folge sehen, bin ich eh schon 300 Kilometer weiter weg.
Denn ich suche einfach nur verzweifelt und 10 Minuten sind schon rum. Ich komme einfach so gar nichts in den Folgen hier. Das ist schrecklich. Es ist schrecklich. Aber da ist Lava. Ich höre Lava. Das ist sehr gut. Frage. Wo ist sie? Irgendwo hier muss sie ja sein. Vielleicht hier unten. Nicht so aus. Über mir. Auch nicht. Spitzhacke Schrott. Okay. Dann wollen wir wieder welche neue machen. Da. Wollen wir eine schnell machen. Hey, komm, wo ist denn diese Lava? Ich geh mal wieder nach oben. Ist die irgendwo hier? Das klingt ehrlich gesagt eher, als wenn sie aus der Richtung kommen. Aber auch hier finde ich nicht. Vielleicht irgendwo da. Es ist ein Suchspiel. Nur, dass man nichts findet. Dann nehme ich doch einfach lieber das Eisen hier mit. Da habe ich wenigstens was von. Ja, irgendwofür brauche ich das sicherlich nochmal. Dann fange ich nämlich bald mal wirklich an, komplett auf Eisenhacken umzurüsten. Muss ich das nicht ständig meine Eisenspitzhacke so extrem schonen. Ich werde die sowieso erstmal austauschen. Verpiss dich. So, Level 28. Redstone ist doch immer in der Nähe von Lava, oder nicht? Also natürlich nicht immer, aber sehr häufig. Und da ist sogar noch welches. Ah, wo ist denn das? Ich höre das die ganze Zeit, aber es kommt einfach nicht. Kann doch nicht sein. Es ist langsam echt laut, ne? Da ist sie. Okay, da kann ich runter. Da geht's auch lang. 13 Minuten schon. Will nicht wieder so heftig überziehen. Also 10 Sekunden. Wow! Spinnste! Bist du bekloppt oder was? Leute, das war verdammt knapp. Gehst du auch mal weg, oder was? Joa. Wie wär's, wenn du dich in die andere Richtung ausbreitest? Wasser ist auch zu blöd zum Kacken. Ne? Mensch, du. Ja, 14 Minuten. Ich werde wohl nichts mehr schaffen. Leider, leider. Ich könnte in der nächsten Folge anfangen, das Obsidian abzubauen, aber ehrlich gesagt, anfangen kann ich auch jetzt schon. Kebo LP und Dingens sind auch schon fertig. Absol. Ja, darunter ist noch mehr Lava, wie ich es einfach mal geahnt habe. So, ihr haltet jetzt die Schnauze. Ja, es ist schon, das Obsidian abzubauen wird eine Sisyphusarbeit. Und ja, das machen wir dann aber auch nächste Folge. Und deswegen sage ich hier, das war's mit dieser Folge Minecraft Aterra. In der nächsten Folge werden wir Obsidian abbauen und anfangen zu enchanten und uns ein richtig geiles Diaschwert machen. Und bis dahin sage ich, boah, ich bin voll schick. Nee, das sage ich nicht. Bis dahin sage ich, ciao Leute.